Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu einem Science-Fiction-Film 1984, und zwar Dune, der Wüstenplanet. Lief ja fast zeitgleich mit, also ein Jahr später versetzt mit Return of the Jedi. Soll ich sagen, selber urteilen, ich sag nur Sarlacc, der Sturm von Sarlacc, Java hat Wüstenplanet. Zufall? Ah, ist egal. Der Film ist ganz okay, es ist sogar ein deutscher Schauspieler mit, Jürgen Prochnow. Er spielt den Herzog Lita Adriidis, spielt er, hat einen Sohn, Paul Adriidis, komischer Name, ich weiß. Wie gesagt, der Film ist ein bisschen Misch, würde ich sagen, aus Science-Fiction, Märchen und was noch kann man sagen, Märchen, Drama, Spannung. Wie gesagt, der Film hat viel zu bieten. Ich habe hier die Langfassung von dem Film geguckt, vor kurzem, also jetzt gerade erstmal geguckt. 108 Minuten Version, Special Collector Edition. Das ist länger als die Kinofassung der Film, 180 Minuten. Und die Hauptrolle spielt ja Kyle McClecken. Entschuldigung, Mike McClechlan, nicht Clechlan, heißt er, glaube ich, spielt die Hauptrolle. Der spielt vor allem, jetzt kurz loben, bei Hawaii mit Yamama mit, der spielt den Ketten damit. Lustige Rolle, finde ich. Der ist echt sympathisch in der Rolle. Der Film ist auch sympathisch. Also der Film ist, wie gesagt, ein bisschen langgezogen, vielleicht die Langfassung. Das ist sehr gequält, fand ich den Film ein bisschen. Die Story ist ein bisschen kuriös mit Hexen, freiheitliche Hexen, die so Stimmen haben. Die können Stimmen was beeinflussen. Dann gibt es so komische Waffen irgendwie, wo man da Geräusche machen muss. Wow, und dann schießen können mit Geräuschwaffen und so. Dann so eine komische Rüstung. Das ist ein bisschen so Effekte 80er Jahre, kann man direkt im Film sehen. Dann große Sandwürmer. Es geht um Spices, das glaube ich, Sand gebaut wird. Und die wollen das irgendwie dann erobern. Oder die Produktion wollte da irgendwie den Herrscher, also den Lita, Herzog Lita von Adriatis, wollen die da umbringen. Mit den anderen Erzfeinden kann man sagen, anderes Königshaus, das ist Harkonnen. Der Lord ist echt eklig, so ein Dicker ist das, der rumfliegt die ganze Zeit, etwas stämmiger ist und dann so komische Geschwür im Gesicht hat. Echt ekelhaft, finde ich. Und der scheint ein bisschen irgendwie so ein bisschen komische Gewaltfantasien zu haben. Irgendwie so einen komischen Jüngling, der da irgendwie so ein Herzding da rausgezogen, so ein Herzstecker rausgezogen, dann getötet. Einer, der da irgendwie bei seinen Neffen so komische Gefühle bekommt. Also der Film ist sehr spooky, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen, wie gesagt. Also der Film. Wie gesagt, dazu erklären, also der Film finde ich echt ein bisschen teilweise komisch, ein bisschen irgendwie. Die Story, was ich gut in dem Film gefunden habe, ist, die Leute müssen meine Spitze blaue Augen haben. Das ist richtig cool aus, richtig blaue Augen. Das hat 1A ausgesehen. Die Effekte waren 80er Jahre und natürlich mein Liebling in der Rolle, Captain, also Patrick Stewart, Captain Jean-Luc Picard, der mitgespielt in seinen ersten Rollen. Er hatte sogar Haare gehabt, das war wach gewesen. Also er hat Glatze wie früher auch, Jean-Luc Picard, aber er hatte dann hier diese typischen Jean-Luc Picard-Frisur, aber hinten lang, das sah irgendwie cool aus. 84, das war ja vor Next Generation. Also der spielt auch damit. Sting spielt da auch mit, ein Bösewicht irgendwie. Okay, er spielt damit, also. Kein guter Schauspieler, finde ich, eine Rolle gar gut gemacht, die Rolle, so irgendwie nichts Besonderes, wenn ich nur Mitspieler oder Musiker ist. Also der Film ist, wie gesagt, sehr komisch. Ich fand also teilweise die Effekte waren 80er Jahre. Der Film ist ganz gut. Wer es nicht kennen sollte, kann man ihn gucken. Kann man erstmal, würde ich sagen, also am besten die Special Edition Fassung davon gucken, 88 Minuten, die ist zwar etwas länger. Was mir in der Fassung auch gestört hat, ist Lesen so gesehen. Die ganzen neuen Szenen, die nachträglich reingefügt worden sind, sind nicht synchronisiert worden. Das heißt, man muss sehr viel lesen im Film. Das finde ich nervig persönlich. Ich hasse, wenn ich Filme lesen muss. Damals aber Fear Walking Dead, zweite Staffel, was auch so gewesen, wo ich lesen muss, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich war in Mexiko gehasst mittlerweile. Die erste Staffel war okay gewesen, zweite Staffel ist nur am Lesen, da Synchronisation, blablabla. Ich finde es grauenhaft. Also wenn ich Filme gucke, möchte ich das so gesehen original deutsche Sprache haben, also dass ich verstehen kann, was die sagen. Außer es sind gute Filme, die passend sind. Das heißt, Mel Gibson, Apokalyptika war ja passend gewesen mit dem Maya-Volk, der ja die Sprache gesprochen hat, oder Passions Christi, das Hebräisch gesprochen. Das war passend gewesen. Aber so Filme muss das nicht sein, finde ich. Also hätte man ein bisschen Mühe reinstecken können, synchronisieren können, wenigstens Deutsch machen können, die Stellen. Aber kann man nicht ändern. Wie gesagt, der Film hat sehr viel, also viel Action auch zu bieten, auch Kämpfe kann man sagen. Raumschiffe kommen da vor, so komische außerirdische Viecher in so einem Behälter, die rumschwimmen, musste ich erstmal denken, irgendwie. Der Film, also ich habe den Film, weißt du, was Buch geschrieben worden ist, aber ich fand da teilweise Parallelen zu Star Wars Return of the Jedi teilweise. Also Star Wars Return of the Jedi war 83, der war 84, da sagt das Java hat so ein komisches Viech, das so ein Tank da rumgefahren ist, das er zu sagen hatte. Was noch, weil Wüstenplanet, Sarlacc, der Schlund von Sarlacc und andere Wüstenwürmer da und so, Wüste, ich fand es ein bisschen abgeguckt, fand ich meine Meinung jetzt. Vielleicht kann mich auch erinnern, dass das Buch schon 80er Jahre geschrieben ist, ein paar Jahre vorgeschrieben ist, aber wie gesagt, der Film ist meine Meinung zu dem Film, der Film ist ganz okay, ich sag mal 7 von 10 Sternen. Ist okay, würde ich sagen. Ich kann, wenn erstmal gucken sollte, der Film ist gut, aber zweite Mal gucken, ein paar Jährchen warten, würde ich sagen. Direkt danach gucken ist so, ist anders bei Star Wars. Star Wars kann man 3 Filme miteinander gucken, ist immer noch gut, und bei Dune ein paar Jährchen warten, würde ich sagen. Dann sag ich mal schönen Abend noch und bis bald. Ciao!